Herzlich willkommen zu einem kleinen Videotest des iPhone 13 Mini. Wir nehmen heute die Mini-Version unter die Lupe. Im Endeffekt könnt ihr die Ergebnisse aber auch auf das iPhone 13 übertragen. Die beiden Modelle haben nämlich die gleiche Kamera, die wiederum eine andere ist als die Kamera der beiden Pro-Modelle. Wir schauen uns jetzt also mal die verschiedenen Kameras und auch noch zwei, drei Auflösungen an und gucken mal, wie gut sich das iPhone eignet, um Videos aufzunehmen. Viel Spaß! So, zunächst einmal starten wir mal mit einer Aufnahme in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Wenn ich jetzt mit dem iPhone hier Videos machen würde im Alltag, dann wäre das so die Auflösung, die ich für die meisten Szenen verwenden würde. Also, was man auf jeden Fall mal festhalten kann, ist, wir haben schöne neutrale Farben. Ja, wir haben auch eine gute Dynamik hier. Auch mit dem starken Sonnenschein, den wir im Moment haben, tut sich das Handy überhaupt nicht schwer, kein Problem. Der Kontrast ist auch in Ordnung. Wir haben es schon mit der Pro-Version verglichen, da ist gerade der Kontrast noch mal ein bisschen besser. Aber man kann hier absolut nicht meckern. Die Videos werden auch gut stabilisiert, also ich bewege mich ja gerade und das sieht dann trotzdem nicht verruckelt aus. Insofern kann man hier schon mal sagen, sehr schöne Aufnahmen in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Es ist übrigens auch möglich, während der Aufnahme zur Ultraweitwinkelkamera zu wechseln. Das machen wir jetzt mal. So, das Schöne ist, dass man das auch hier direkt stufenlos machen kann. Also es wird nicht gleich der volle Blickwinkel der Ultraweitwinkelkamera eingeschaltet, sondern man fängt dann erstmal an bei 0,9 und kann dann weiter bis 0,5. Jetzt haben wir die Ultraweitwinkelkamera. Und ja, da ist die Qualität natürlich schon nicht mehr so gut wie mit der Hauptkamera. Die Stabilisierung funktioniert trotzdem gut, aber es sind schon wirklich sichtbar weniger Details vorhanden. Wir haben auch schon eine durchaus wahrnehmbare Unschärfe und Verzerrung am Rand. Also das machen einige Smartphones aus dem Android-Bereich besser. Aber nichtsdestotrotz sind die Videos dafür ausreichend, um sie auf dem Handy zu verschicken und auch mal auf dem PC-Bildschirm anzuschauen. Also es ist jetzt kein total Reinfall, zumal auch die Farbwiedergabe sehr konsistent zu der Hauptkamera ist. Gut, jetzt werfen wir mal noch einen Blick auf die 4K 60 FPS Aufnahmen. So, hier haben wir dann eine Aufnahme in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Solche Aufnahmen eignen sich natürlich insbesondere dafür, wenn man mal mehr Bewegungen in den Aufnahmen drin hat oder etwas filmt, wo ein bisschen mehr Action los ist. Und was wir hier sehen können, ist auf jeden Fall eine ordentliche Stabilisierung auch für die 4K 60 FPS Aufnahmen. Gefällt mir sehr gut. Die Farbdarstellung hat sich ebenfalls nicht geändert. Und auch die Menge an Details ist, würde ich mal sagen, genauso gut wie bei den 4K 30 FPS Aufnahmen. Das macht das iPhone auf jeden Fall sehr schön und auch besser als sehr viele Android-Smartphones. Die Dynamik ist auch hier nicht ganz on top. Also man sieht das auch, dass hier der Boden teilweise ein bisschen komisch eingefärbt wird. Aber insgesamt sind das sehr schöne 4K 60 FPS Aufnahmen. 4K 60 FPS kann man übrigens auch mit der Ultraweitwinkelkamera aufnehmen. Allerdings muss man dazu die Aufnahme pausieren. Das machen wir jetzt mal gerade. So, hier sind dann Aufnahmen in 4K 60 FPS über die Ultraweitwinkelkamera. Ist ein bisschen komisch, dass man bei 4K 30 FPS zwischen den Linsen wechseln kann während der Aufnahme und bei 60 FPS dann die Aufnahme pausieren muss. Etwas seltsam, aber immerhin steht auch die höchste Auflösung für die Ultraweitwinkelkamera zur Verfügung. Gut, jetzt werfen wir mal noch einen Blick auf die Selfie-Videos. So, hier haben wir jetzt ein Video über die Frontkamera. Also, fangen wir mal mit dem Positiven an. Auch hier kann man mit 4K 60 FPS aufzeichnen. Das ist wirklich klasse. Das kann nicht jedes Smartphone. So. Jetzt kommen wir aber zu den negativen Punkten. Zunächst einmal gibt es keinen Autofokus, also man braucht immer den richtigen Abstand, um die optimale Schärfe zu erreichen. Und zweitens ist diese Frontkamera einfach komisch, was die Farbwiedergabe angeht. Wir haben das auch schon beim iPhone 12 Pro Max gesehen und hier sehen wir es auch beim iPhone 13 Mini. Also
das, was da im Hintergrund abgeht, ist alles andere als realitätsnah. Und ja, also ich denke, Apple weiß auch, dass da ein Fehler vorliegt, denn beim 13 Pro ist die Farbwiedergabe realistischer. Hier ist es aber sehr komisch. Die Dynamik der Aufnahmen ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie man sehen kann. Ich bin jetzt mitten in die Sonne gegangen, sollte man nicht machen für schöne Aufnahmen, aber man sieht dann doch, dass jetzt der Hintergrund nicht ausbrennt. Also daran liegt es nicht. Die Darstellung ist einfach ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Okay, gut, das war's mit unserem Videotest zum iPhone 13 Pro Mini. Sagt uns gerne mal in den Kommentaren, was ihr von der Qualität haltet. Ich denke, das Smartphone eignet sich für sehr gute Videos über die Hauptkamera. Das muss man dem Apple da wirklich lassen. Die gelingen wunderbar, auch in 4K 60 FPS. Die anderen Kameras fand ich jetzt eher mittelmäßig. Insbesondere wenn man den doch eher hohen Preis im Hinterkopf behält. Gut, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.